Wernigerode, die bunte Stadt am Harz. Es gibt viele schöne Ecken hier. Eine hat sogar die entsprechende Postanschrift, die Geschäftsstelle Wernigerode der IHK Magdeburg. Und hier wollten die Harzer Unternehmer nun endlich wieder netzwerken. Deshalb luden der Wirtschaftsclub Wernigerode, die Wirtschaftsjunioren Harzkreis e.V. und die Industrie- und Handelskammer zum Unternehmerabend am 6. Juli 2022 ein. Und viele Unternehmer kamen. Eingeladen war auch der Ministerpräsident des Landes Sachsen-Anhalt, Dr. Rainer Haseloff. Aufgrund Terminproblemen war er jedoch nur via Video zugeschaltet. Klaus Olbricht, Präsident der IHK Magdeburg, freute sich, dass nach zweijähriger Corona-bedingter Unterbrechung nun wieder Treffen mit den Wirtschaftsjunioren und dem Wirtschaftsclub Wernigerode in diesem Rahmen stattfinden können. Die Freude ist groß, mit dem Ministerpräsidenten zu aktuellen Themen ins Gespräch zu kommen. Heino Öhring grüßt als Präsident des Wirtschaftsclubs Harz. Der Club verkörpert immerhin über 1000 Arbeitnehmer und mehr als 1 Milliarde Euro Jahresumsatz und leistet somit einen wichtigen Beitrag zur Wirtschaft im Harz. Aus der Lutherstadt Wittenberg sprach nun der Ministerpräsident zu den Unternehmern. Er sagte unter anderem, die aktuelle politische Lage macht Prognosen zur Zukunft schwierig. Die Verantwortlichen können nur mögliche Szenarien durchspielen. Ziel muss es sein, unsere Demokratie handlungsfähig zu halten. Es muss aber auch zur Kenntnis genommen werden, dass die Energie weltweit zurzeit überwiegend in den Händen von Autokraten ist. Und das macht es nicht leichter. Der Ministerpräsident hofft auf eine friedliche Lösung in der Ukraine, damit der hyperventilierte Markt wieder zur Ruhe kommt. Zum aktuellen Stand bei der Ansiedlung von Intel in Sachsen-Anhalt sprach dann Dr. Jürgen Ude. Er informierte umfassend und vor allem auch über bevorstehende Aufgaben. Ich habe es auch gesagt, das muss ich unbedingt vielleicht Intel, wir müssen ein bisschen weiter schauen. Wir haben auch Zulieferer im Bereich, die hierher kommen. Das sind ja auch interessante Partner für dieses Thema. Und in diesem Gesamtkomplex mit Zulieferern, mit der Ankerinvestition Intel, sagen wir so, werden natürlich auch Angebote gemacht. Und wir sind ja auch als Landesregierung oder die Landesregierung selbst ja in Verhandlungen. Und da wird auch von Intel ganz konkret gesagt, sie möchten sich integrieren in diese Region. Sie werden auch die Zulieferer mit einbeziehen. Und das ist natürlich vielfältig. Das geht vom Handwerk, das geht hin, ich sag mal ganz einfach, ich habe ja die Gespräche auch vom Sportstudio, bis sagen wir, hin zum Kindergarten, bis hin zur Schule, aber ein bisschen auch aus Weiterbildungsthemen, sagen wir so, aber auch ein bisschen zusammen mit Universitäten, Hochschulen, auch der Hochschule Harz. Viktor Simon von den Wirtschaftsjunioren dankte für die gute Zusammenarbeit und auch die Wirtschaftsjunioren bieten ihre Leistungsvielfalt in Sachen Intel an. Nils Appelt, Geschäftsführer der PSFU Wernigerode GmbH und Vizepräsident der IHK Magdeburg, erhielt für sein umfangreiches Engagement die höchste Auszeichnung der IHK, die goldene Ehrennadel. Nun konnte die schöne Ecke bei schönem Wetter zum Netzwerken genutzt werden. Und da gab es nach 2 Pandemiejahren gut nachzuholen. Und man hat viele Gesichter endlich mal wieder gesehen. Und in den Gesprächen entstehen ganz viele Ideen, die man auch heute Abend hier wieder weiter vertiefen kann. Und mit solchen Vorlagen wie von Herrn Dr. Ude haben wir alle Argumente auf unserer Seite. Und da können wir weiter nach vorne gucken und darüber nachdenken, was haben wir für Möglichkeiten. Kammerpräsident Klaus Olbricht sieht die IHK gut vorbereitet, um die Unternehmer des Landes in der aktuellen Situation zu beraten und zu unterstützen. Ja, da wird sicherlich eine ganze Menge Arbeit haben, Erfahrung. Es gab schon öfter mal Krisen, in denen wir dann runde Tische gehabt haben, in den runden Tischen die Probleme der Unternehmen dargelegt haben. Wichtig ist nur, dass die Unternehmen frühzeitig kommen und frühzeitig sagen, wir haben Probleme, nicht erst, wenn es zu spät ist. Dann können wir schlecht helfen, aber wenn man frühzeitig da weiß, was auf die Unternehmen dort zukommt, wo sie ihre Probleme sehen, dann können wir in der Regel auch helfen. Das haben wir in der Vergangenheit auch so gemacht.